Hallo, 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 weiter geht's mit Castle Crush. Willkommen da, ich bin der Lars, ich grüße euch ganz herzlich zum weiteren Part hier auf meinem wunderbaren Kanal. Nicht mehr lange und dann ist es soweit, dann kommt das Update. Ich bin gespannt, ich bin so richtig gespannt. Leute, stellt euch mal vor, die haben wirklich schon 3, 4, 5, 6 Monate vorher gedacht, YOLO, wir legen wieder los. Haben jetzt erst die Ankündigung rauskommt, dass bald was kommt und dann kommt ein riesengroßes Update. Das wäre geil, oder so ein Mega-Update. 4, 5 neue Karten, neue Spielmodis, dies, das, Ananas. Richtig geile Schlagsahne. Auf jeden Fall mit einer sehr geilen Kirsche oben drauf. Das wäre schon ein ziemlich geiler Schlag. Boah, ich bin gerade voll gehypt. Ich hab mir. Das wäre richtig krass. Das wäre richtig krass. So, wir gucken kurz, was hier abgeht. Als erstes werde ich mal kurz hier losballern, auf jeden Fall kurz rasieren, hat den Strich mit Bezina, Mana, Koi, Nachweed und den Elvis kurz wegklatschen. Warum, der Elvis hat's verdient? Das ist ein Elvis, ne? Ein Elvis ist ein Elvis und Elvis hat ein Elvis. So, alle Karten raus, limmen, warum wir was können, gar kein Ding von den King ja. Vergenuss, Verkelung. Was hat der denn hier? Was war der denn hier für Scheiß? Ida hat da eingefroren. Finde ich ja richtig scheiße. Gehe ich all in auf Damage, auf in sein Gesicht hier voll auf die Burg oder sage ich YOLO, malest du einmal ja und ich mach den hier auf den hier. Ja, einen Drachen. Ja, scheiße. Immer diese komischen Elementare. Ich hasse diese Frostelementare. Die sind so ultimativ ätzend, kacke und wirklich AIDS-lastig. Das hört sich böse an. Entschuldigung. Aber ich kann sie halt einfach nicht ab. Sie sind kacke. Deswegen, ich mag sie einfach nicht. Eieiei, ich verliere, meine Damen und Herren. Das wird wirklich kommen. Wir können zum Beispiel hier in der Mitte einen Drachen droppen. Es könnte noch was werden mit ganz viel Glück, wenn wir zwischen Direct Damage bekommen. Jetzt bekomme ich die. Jetzt bekomme ich hier Skelette. Und auch wenn ich den 21er habe, ist er an sich auch YOLO. Ja. Leute. Scheißegal, Eulen. Ich gehe auf Direct Damage. Komm, noch ein. Ich brauche einen Meteor. Oh Gott, er hat zwei. Ich brauche einen Meteor, irgend so ein Scheiß. Das wird nicht reichen. Nein, das Katapult! Nein! Wieso das Spiel? Er hat noch 13! 13! Bleib ruhig, Lars. Denk an deinen Blutdruck. Denk dran, nicht, dass du einen Herzinfarkt bekommst oder irgendwas anderes. Egal. Habt ihr gesehen? SV Werder Bremen. Ich, alter Pseudo-Fan hier. Den spielen. Oh, Entschuldigung, mein Freund. Das tat, glaube ich, weh. So, sehr gut. Oh, ganz gute Karten am Anfang. Aber ich habe was mega mächtiges. Und zwar eine riesen Erscheinung. Die ist riesengroß. Die ist richtig groß. Wie viel Schaden macht die so? 3 Hits brauchst du für den Drachen. Okay, das ist akzeptabel. 3 Hits finde ich gut. Oh. Sehr gut. Also der Feuerelementar da oben war ja ultimativ. Es fehlen noch allgemein Elementare, wenn man sich überlegt. Ne? Es gibt ein Feuerelementar, es gibt ein Luftelementar. Was gibt es denn noch für ein Elementar? War es das nicht sogar schon? Feuer, Luft. Komm, überlebe. Ah, scheiße, der ist tot. Gut, den noch reingelümmelt. Bam. Was gibt es denn noch für einen? Gut, es gibt ein Eiselementar. Feuer, Eis. Zumindest fehlen noch ein paar. Egal, easy win. Gar kein Ding für den King hier. Kurz Vergenuss, Ferkelung angewendet und kurz zerballert. Ich hab's gar nicht auf dem Schirm, ne? Ich hab Alzheimer. Bis zum geht nicht mehr. Kick mal wieder rein. Man kennt's altbekannt von dem Lars. Er ist halt alt und weiß gar nicht, was abgeht. Ich schau mal kurz nach hier. Es gibt. Wie kannst du kurz auf Deck? Also, es gibt Feuerelementar. Also, gehen wir kurz durch hier. Also, was fehlt an Elementaren? Wir haben Windelementar. Ist hier. So, dann geht's weiter. Dann haben wir den Eiselementar. Wind, Eis, Feuer. Wasser. Fehlt noch Wasser. Mit einer so geilen Wasserwelle die ganze Zeit rausgelümmelt. Wäre auch sehr interessant. So, kurz ein paar Kisten noch öffnen. Hier Goldkisten sogar, Leute. Ich habe hier die Goldkisten am Start. Und da gibt es ein Epic. Die Phantombarbarin. Das ist doch eine kleine Zipfelklatscherin. Die nehmen wir doch gerne in unser Deck. Beziehungsweise rein damit. So. Hier gibt es noch News, beziehungsweise sind keine News, sondern einfach nur Postfach. Die letzten Änderungen 2019. ablehnen. Dankeschön. Gilde müssen wir auch noch aufräumen, dass wir hier ein bisschen, ne, wieder am Start sind.
So, wir können nicht mal reinschauen. Also die Zuschauer sind hier. Wie gesagt, ich habe ja schon gesagt beim letzten Part, also irgendwie wie irgendwas Gildentechnisches halt irgendwas bringt. Aber wir müssen auf jeden Fall aufräumen. Ich denke mal, dass ich hier bald alle rauskicken werde, die inaktiv sind. Und dann quasi zum Update bzw. zu einem großen Comeback mit dem richtig geilen Lars. Oh yeah. Wird es quasi hier wieder Einladung geben. Ich gehe mal kurz Einstellungen. Können wir hochpushen eigentlich auf, weiß nicht, 2000 Pokale? Ist das machbar? Das ist zu viel. Update. Das will ich auch haben. Ein Update. Machen wir 2000. Dann können wir alle reinkommen. Das heißt, ihr habt alle quasi die Chance, mit mir zusammen wieder in die Gilde zu ballern, zu rasieren, zu zerstören und vielleicht mit dem Update kommende Spielmodis zusammen quasi durchzuknallen. Wäre doch schon ziemlich sexy. Was haben wir hier? Genau, es startet bald wieder ein Turnier, wo ich auf jeden Fall Gas geben werde. Auch ein geiles Emote. Bogene Schützen, Königin, Sticker. Oh, Leute, müssen wir machen. Habe ich Bock drauf auf jeden Fall. Und im Shop, was ist hier im Angebot? Da gibt es eine große Kiste und ja, brauche ich nicht unbedingt. Nee, nix für mich. Der alte Troll, der ist ganz lustig, damit kann man Spaß haben. Aber nee, Angebot ist nichts für mich. Und neue Angebote wollen wir auch. Zu Special Events. Weiß ich nicht. Valentinstag, krasse. Allgemein bessere Angebote. Die Angebote sind halt einfach nicht gut. Das klingt böse, es ist aber Fakt. Die Angebote in dem Spiel sind nicht gut. Level 8er, läuft bei mir. Hat jemand auch geschrieben in den Kommentaren von wegen. Matchmaking ist auf jeden Fall am Start. Ja, weil es zocken halt nicht mehr so viele. Obwohl, eigentlich geht's noch dafür. Ne, dass solange inaktiv war, findet man trotzdem instanten Gegner. Muss man sich auch mal, ne, auf die Zunge zergehen lassen. Gefühlt 18 Jahre kein Update und trotzdem finden wir instanten Gegner. Ne, wir sind halt auch nicht hoch mit den Pokalen und da kann man mit 8 halt auch hinkommen. Ist halt einfach drin. So, kurz die Kollegen. Ja, hallo, sagt er. Da gibt's ein Hallo von mir, für dich. Den alten Lachs hier drauf. Tschüss. Und diese ganzen Rushy-Decks, wo man halt einfach Glück hat. Meistens sind da zwei Sensenmänner drin. Apropos Sensenmann. Ich glaube, Sensenmann ist das Castle Crush Video mit den meisten Klicks auf meinem Kanal. Finde ich auch lustig. Ja, Sensenmann. Wenn er halt am Start ist, kannst du mit dem halt mit sehr viel Glück was reißen. Ohne Sensenmann hast du keine Chance. Und dann kann ein Achter halt auch mal auf 4273 Pokale kommen. Wir schauen mal gleich, was er für ein Deck hatte. Ich denke mal, oh, eine Goldkiste. Besser als Silber. Ja, ja. Jo, hier. History. Hatte er nicht. Cool. Doch so hoch. Sein Pokalrekord sind. Was? 5123 als Achter? Das ist ziemlich gut. Wow. Läuft bei dem. Läuft richtig bei dem. Hat er mehr Pokal als ich? Bin ich halt mega schlecht. Gut, ich hab 5-5. Gott sei Dank, ein Achter wäre besser als ich. Ich mit, hier mit 11. nur ein Sticker, ist auch traurig. Ich bin richtig schlecht. Mein Clan. Ja, ist auch nicht so. Ja, wie gesagt, der wird aufgeräumt. Ja, auf jeden Fall. Ich bin jetzt komplett raus, weil wie gesagt, Alzheimer kickt wieder rein. Es kommt hoffentlich was Riesengroßes. Was Riesengroßes, mega mächtiges. Mit abnormal kranker Superpower-Action-Updates und alles rein bis mal 3. Darauf hätte ich Bock und wir hoffen natürlich. Übrigens am Wochenende werde ich die Meisterschaft hier, beziehungsweise das Turnier zocken, bis zum geht nicht mehr. Ziel ist natürlich jetzt immer alle Sticker zu gönnen, bevor quasi das Update kommt, beziehungsweise jetzt immer voll aktiv am Start zu sein und einfach, also wirklich, mein Plan ist jetzt wirklich Gas zu geben, Vollgas und alle Sticker sich zu gönnen, wirklich alle. Das muss sein. Der hat locker auch ein Sensenmann-Deck hier am Start. Jetzt stelle ich mir auf jeden Fall so vor. Mr. Sensenman. Mr. Sensenman. Machen wir den hier. Und dann den hier. Da gibt's ein Küsschen. Von mir für dich. Warum? Weil ich es kann. La 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 la. Wie der Dämon es nicht schafft, den kaputt zu machen, finde ich schon ziemlich schlecht. Oh. Gefreezed, okay. Ja gut, Trick 17, ne? Einfach noch einen drauf. Ich hätte vielleicht noch abtimen können, beziehungsweise abstimmen können, dass es so passt. Also den reingelümmelt. Den wirbelt er nicht zurück, von daher, ich hatte eh den wieder am Start. Kurzer Katapult drauf. Oh Gott, ich klebe schon ziemlich böse gerade an deiner Nuss. Ich glaube, ich habe sie gerade abgerissen. Die in dein Maul gesteckt, bis du runter... Nein, das ist zu böse. Wir haben ihn einfach zerballert. Easy peasy. Nice.
Sehr, sehr schön. Oh, noch eine Kiste, beziehungsweise ein Win. Dann bekommen wir die Siegeskiste. Richtig geil gegönnt. Ja, Vollgas, ne? Vollgas, alle zwei Tage gibt es ja ein Video von Kerse Crash. Da wird durchgeknallt bis zum geht nicht mehr. Ich denke, wenn das Update kommt und wie richtig Bock habt, gibt es auch täglich wieder Kerse Crash Videos. Erstmal alle zwei Tage, weil ich muss wieder einen Rhythmus bekommen. Er kopiert sich den Zwerg. Wirklich. Ich muss ja wieder den Rhythmus bekommen, dass ich wirklich konstant jetzt durchgängig zwei Videos auf meinem Kanal raushaue. Also einmal um 20 Uhr ist der Slot für Story Let's Play, läuft aktuell Tomb Raider. Stand ist der 26. Januar 2022. Falls das Video in 18 Jahren seht oder wenn ich schon lange tot bin. Da läuft zurzeit Tomb Raider und ich möchte halt den 20 Uhr Slot für ein Story-Let's Play haben, wo ich ein bisschen vorproduzieren kann, dass ich quasi ne, das Ganze hinbekomme. Und der 18 Uhr Slot ist dann quasi für aktueller Stand wieder für Casey Crush bzw. für Shakes and Fidget. Alle zwei Tage im Wechsel. Zur Zeit. Und das läuft an sich bislang ganz jott. Bumm. Alter Schwede, habe ich ihn zerstört. Ich bin gerade so böse hier. Die haben nicht mal ansatzweise eine Chance. Sie werden so weggeknallt. Holy moly, das ist schon fast eine Vergewaltigung, was hier passiert von mir. Das ist ja geisteskrank. So, Stachelstatue plus die Pfeile, plus den Nah hier gegönnt, plus vier Gems. Vier Gems, ja, ist okay. Kann ich das Schwein eigentlich nochmal aufmachen? Ich meine, wenn man die Gems hat, einmal, dann kann man das Schwein ja aufmachen. Okay, das, dann kostet es 2,4. Füll das Schwein zum Einsammeln. Okay, selten gewöhnlich. Das ist eigentlich ganz gut, ne? Dann kostet es 2,4 und ich krieg dann irgendwie 2,8 oder so wieder. Das Sparschwein? Das kann was. Wenn man natürlich die Gems bewahrt, beziehungsweise aufbewahrt. Wenn man sie nicht hat, ist das Schwein schon ziemlich scheiße. ja, wir schauen mal kurz hier, Rangliste. Ey, die zocken halt immer noch alle aktiv, ne? Was ist denn zurzeit so das beste Deck, was man hier so rausknallen kann, beziehungsweise was am meisten oder Platz 1 macht? Oh, interessant. Hier ein Wiederbelebungsdeck. Mit dem Friedhof. Keine Erscheinung dabei. Aber wirklich hier Gespamme. Interessant. Oh, was er alles hat hier. Och, der ist ja süß hier. Der ist ja süß, Alter. Der Phönix mit dem Kaffee in der Hand. Du kannst sagen, was du willst, aber guck dir mal bitte diese Emotes an. Die sind hammermäßig. Auch der Spielzeichner, der Designer. Ich hätte gerne den Designer, der soll mir mit Twitch-Emotes machen. Das ist ja der absolute Overshit. Das ist schon echt gut. Das ist richtig gut. Das ist wirklich gut. Und, ja, will ich haben. Will ich eigentlich haben. Das ist wirklich gut. Und ich hoffe, der ist immer noch am Start. Nicht, dass er irgendwie gekündigt hat oder so, weil irgendwie nichts kam. Und dass er wieder wirklich geile Sachen rausbringt. Oh, es wird. Ich hoffe, die haben wirklich was richtig, richtig Fettes, Großes geplant, Leute. Zu dem Start von den Updates. Da muss was Großes kommen. Das muss, es muss, es muss, es muss. Oh. Das wird, glaube ich, gut. So ein 10er hier wieder am Start. Mal kurz auch noch weg hier. Das, warum? Was haben wir nur können? Er hat hier den. Ich bereite schon meinen Dämon vor, obwohl habe ich keinen. Komm, give me Dämon. Hallo. Geht er nicht kaputt davon? Nee, ne? I. Was ist der für ein Scheiß hier? Komm, wir spielen sie hier rein, warum wir was können. Bäh. Fight for Honor. Hier gerade so ein bisschen All-In. Weil ich natürlich jetzt hier verteidigen muss. Oh, da ist der Mr. Sensemann. Der hat nicht noch ein Schild, oder? Er hat noch ein Schild, aber es reicht trotzdem. Wow, ich hatte Angst. Ich hatte mega Angst. Okay, es reicht trotzdem, das ist gut. Ist der schneller als ich? Ja gut. Ich glaube schon. Ja. Mist, verdammte Axt. Ja, hallo, mein Freund. Schade. Das war jetzt so ein Glücksspiel, ne? Ich hatte, glaube ich, die untere Länge nicht verteidigen können. Also es war eh von vornherein sehr offensiv von mir gespielt. Ich hätte defensiv spielen sollen, weil dann hätte ich gleich nicht gewonnen. Das war eigentlich dumm von mir. Ist auch wieder, hier muss ich auch defensiv spielen. Weil er hat nur die untere Länge gehabt. Ne? Und das hätte ich locker dann verteidigt bekommen und dann hätte ich es halt einfach gerissen. Na egal. Mal ist es einmal im Jahr, von daher einfach rausgelibbelt. Schön das Ding. Und einmal in sein Gesicht geklatscht. Aber leider hat er mehr rumgeklatscht hier. Oh, das war, glaube ich, dumm von mir. Den schon zu benutzen, das war echt dumm. Weil ich ja hier den Sensenmann kaputt machen muss.
Den spielt er jetzt nicht, weil er hat das Mana-Ritual am Start. Okay. Knapp. Okay, spielt den auch noch rein, den Phoenix. Das ist okay. Wir warten. Wir warten. Der Switch the Lane. Das ist die... Okay. Ich habe gerade nichts, um das zu verteidigen. Das ist gar nicht gut, was ich habe. Den hätte ich gerne. Den hätte ich sehr gerne. Oh ja. Ja, es ist gerade Damage am Start hier von ihm, aber wir machen das so. Das ist ganz gut. Wie macht er zurück? Nein, okay, es geht kaputt. Wunderbar, es gefällt mir. Damit kann ich arbeiten. So, machen wir das hier. Damit kann ich auch arbeiten. Da freest er. Das ist mir erstmal way. Wir machen das so. Dann ist der Kollege kaputt. Dann spielen wir so. Das ist auch sehr gut. Den machen wir auch so kaputt. Aber jetzt habe ich jetzt natürlich Mana, ne? Wie der halt immer noch lebt, willst du mich verarschen? Wow. Egal. Noch eine Walnuss. Nochmal den Kollegen. Ich glaube, wir verlieren jetzt. Wegen. Verlieren wir wirklich? Wir verlieren. Ich hab diesen Elementar nicht kaputt bekommen. Er stirbt halt einfach nicht. Habt ihr es gesehen? Ich hab nichts dagegen in den Eiselementar. Was? Was war das denn für ein Game? Ich hab mich zu 100% als Sieger gesehen. Ich hab der Eiselementar hat mit ein so Mini-Fitzeleben einfach komplett meine Lane zerballert. Er hat mich so brutal trocken von hinten rein zerdrückt. Ich würde es nicht sagen, aber das war schon krank. Da hat er mich auf jeden Fall hart rangenommen. Richtig hart. Holy shit, was war das denn? Du bist der Uraga in der Mitte. Bislang, wenn ich in der Mitte sitze, verkacke ich immer. Bin mal gespannt. Okay. Es reicht nicht. Ich dachte, es würde reichen. Deswegen habe ich Oh Gott, es reicht nicht. Es reicht nicht. Okay, da unten kommt er hart. Er kommt nur von unten hart. So, der Elementar kann auf jeden Fall jetzt einiges reißen hier. So, er muss zurück. Wir werden uns sein Ding hier kaputt. Okay. Macht er nicht. Noch den hinterher. Dass wir in der Mitte sein bekommen zum Tauschen. Der switchet, baby. Dann spielen wir this one. Gut, dass ich den da oben hingezockt habe. So, spielen wir den für einen Mana. Spielen wir den für einen Mana. Einfach ein Mana. Überlegt euch mal, es kostet ein Mana. Kein Hit bevor, jawohl, sehr schön. So, gut Damage hier. Da muss ich oben gerade aufpassen. Ich kriege ja zwei Karten. Das gefällt mir. Zwei Karten on the way. Ja, das ist sehr gut. Hier reingelümmelt. Das geht down. Das wird auch down gehen. Oh. Es sieht gut aus. Es sieht gut aus, meine Damen und Herren. Damit lässt sich arbeiten. Ah, da oben ist blöd. Egal. Wir geben ein bisschen Damage und ein bisschen Druck auf seine kleine Burg. Bevor der Drache... Alter, als würde der Feuerelementar schön in die Eier von dem Drachen reinboxen. So, putz. Einfach rein. Sehr, sehr geile Schlachtsahne, sage ich euch, Leute. Und das war's von diesem Part. Leute, bald geht's ab. Bald werden wir ein Update sehen. Es dauert nicht mehr lange. Also ich schätze... Nächste Woche? Ungefähr? Eine Woche? Müssen wir noch warten? Dann ist es soweit. Dann ist es soweit. Meine Haare stehen ab. Scheißegal. Scheißegal. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, da würde mich freuen. Seid mir mal einen Haufen super, dass du da ist, Boss. Und denkt dran, am Wochenende einzuschalten. Ab 18 Uhr und 20 Uhr täglich 2 Videos. Und dann spielen wir hier das Turnier. Und hoffentlich bekommen wir unseren zweiten Sticker, weil der ist so toll. Ich will ihn haben. Leute, das war's. Haufen super, dass du da ist, Boss. Reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Ein Däumchen wäre ein Tröpfchen. Bleibt gesund. Tschüss.